herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, mein heutiger Gast ist Pascal Riener. Der Pascal ist oder gehörte mal zu den jüngsten Hoteldirektoren, kann man das so sagen, glaube ich. Der General Manager beim Hotel Meierhof war das da in Horgen. Und heute ist er General Manager des Hotels Hermitage Luzern AG, wenn ich es jetzt gerade rausbringe. Ich finde es super, dass du heute hier bist und ich habe dich heute eingeladen, weil du hast auch eine recht steile Karriere hingelegt, eben vom Kochlehrling sozusagen zum General Manager, finde ich super. Hast dich ständig weitergebildet und bist eben sehr früh in die Führungsrolle gekommen. Und finde es auch mal spannend, mal eine ganz andere Branche, einen ganz anderen Bereich darzustellen, wo ich sonst immer tätig bin, im Bereich Industrie oder Bau- oder Nebenbranche. Jetzt mal jemand aus dem Hotelgewerbe hier zu haben, finde ich super. Also herzlich willkommen, Pascal. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich stelle am Anfang immer eine Frage. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du dürftest heute einen Bericht schreiben über deinen Lebenslauf. Und jetzt brauchst du diesen Bericht natürlich eine Überschrift. Und jetzt ist die Frage, wie lautet diese Überschrift? Es braucht etwas Glück, aber harte Arbeit zahlt sich aus. Es braucht etwas Glück, aber harte Arbeit zahlt sich aus. Bin ich gespannt, was da noch, von dir kommt. Das ist super. Genau. Jetzt, bevor wir nochmal auf deine aktuelle Position eingehen, ich habe ja schon gesagt, du hast eine Kochlehre gemacht. Wieso bist du zur Kochlehre gekommen? Was hat dich da bewegt, das zu machen? Ich war schon als kleiner Junge immer sehr fasziniert von den Hotels, Ferien, Urlaub mit Mama, Papa und die Branche, der Beruf, Kochen, Servieren, Gäste bedienen, das hat mich schon immer sehr begeistert. Und mit zunehmendem Alter durfte ich dann gewisse Schnupperlehren absolvieren und durfte dann auch im Hotel, in welchem wir jedes Jahr in die Skiferien gegangen sind, schnuppern, in allen Bereichen von der Hotellerie. Und ich glaube, ich habe mich nicht spezifisch für den Kochberuf entschieden, sondern eher für die Branche. Weil ursprünglich wollte ich eigentlich eine Servicelehre machen. Das hat mich mehr fasziniert als Koch, weil mit den Gästen, Bedienen, Servieren, Kommunikation hat mich fasziniert. Aber damals war in der Schweiz die Servicelehre nur eine zweijährige Lehre und deshalb habe ich mich für den Beruf Koch entschieden. Ah, das war dann der Grund, okay. Ja. Und wie bist du zu dieser heutigen Position als General Manager des Hotel Hermitage gekommen? Über welche Stationen bist du in diese Position gekommen? Also eben, wie gesagt, ich habe Koch gelernt und nach der Kochlehre wollte ich eigentlich eine Auslandskarriere starten. Das war immer mein Traum, Kreuzfahrtschiff auf verschiedenen Stationen, USA war mal ein Thema, Australien und so weiter und so fort. Fürs Kreuzfahrtschiff war ich dann allerdings mit 19 ein bisschen zu jung. Man wollte mich noch nicht. Und dann bin ich dann in England gelandet. Und dann habe ich für Hilton gekocht in Bristol und wollte von da nachher dann weiter. Habe mich dann aber beruflich leider verliebt und bin dann nicht mehr weiter. Und nach einem guten Jahr bin ich wieder zurück in die Schweiz. Habe dann nach einem Zwischenjahr mit der Hotelfachschule in Luzern begonnen, Hotelmanagement studiert. Und bin dann, die Hotelfachschule ist modular aufgebaut, sprich über 5 Semester kombiniert mit Praktikums und Schule. Und bin dann für Servicepraktikum im Eventcenter Albis Gütli gelandet. Das Albis Gütli ist wie es der Name sagt, ein Eventcenter, 2 Restaurants, ein riesen Bankett-Eventsaal mit über 1000 Quadratmeter für 850 Personen zugelassen. Und dort bin ich dann eigentlich auf meinen Förderer Georg Tendler, der damalige Geschäftsführer, gestoßen. Und der hat mich dann gepusht und gemacht und getan. Und da bin ich dann eigentlich vom Service-Praktikanten kurz vor meinem 23. Lebensjahr zum Personalchef und Projektleiter befördert worden. Und dann wieder ein Jahr später war ich stellvertretender Geschäftsführer, seine rechte Hand so quasi. Und dann ein paar Jahre später wollte ich zurück in die Hotellerie, habe dann Fuß gefasst bei Mövenpick, im Mövenpick Hotel in Zürich-Regensdorf, durfte ich die Personalleiterfunktion einnehmen, bin dann wieder drei Jahre später Hoteldirektor geworden, endlich am Ziel angekommen, im Meierhof in Horgen
Und jetzt 4 Jahre später, nach sehr intensiven, erfolgreichen 4 Jahren, bin ich seit Mai im Hermitage. Sehr, sehr spannend. Ich frage auch immer gerne nach dem Thema Weiterbildung, weil oft ist ja noch die Frage, okay, was lohnt sich oder was sind es für gute, was sind für wertvolle Weiterbildungen also jetzt speziell für dich, oder welche waren für dich wertvoll, damit du auch deinen heutigen Job wirklich gut machen kannst? Also für meine Rolle ist natürlich ein Studium als Hotel, im Hotelmanagement natürlich ein Must. Also eine Hotelfachschule besuchen. Und dann habe ich mich weitergebildet noch mit Betriebswirtschaftsstudien. Also sprich, ich habe einen Master gemacht in Hospitality and Tourism Management und dann noch einen Executive Master in General Management. So ein bisschen offen, ein bisschen weg von der Hotellerie Gastronomie. Ich glaube aber, mein Schlüssel zum Erfolg, den ich hier habe oder auch gehabt habe in Meyerhofs, ist nicht alleine die Weiterbildung, sondern vor allem auch die Erfahrungen, die ich sammeln durfte in den verschiedenen Betrieben. Also praktisch. Mhm. Genau. Ja. Praktisch. Super. Sehr, sehr gut. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen für dich, also als General Manager, Pascal Riener. Und zwar, was genau begeistert dich an deinem heutigen Job? Alles, lieber Christoph, alles. Die Vielfalt, die Abwechslung, täglich was Neues. Also es ist nicht ein Alltagstrott, den habe ich nicht als Hoteldirektor. Es ist wirklich jeden Tag komme ich ins Hotel und es ist wirklich jeden Tag eine neue Welt, die ich betrete. Sei es von den Gästen her, sei es auf der Mitarbeiterstufe her, von der Belegung her. Wetter ist natürlich ein großer Einfluss und so weiter und so fort. Das ist etwas, was ich unglaublich schätze. Und dann selbstverständlich der Kontakt zu den Menschen, sei es mit den Mitarbeitern aus den ganz vielen verschiedenen Kulturen, auch vom Ausbildungsniveau her. Wir haben ungelernte Leute, die noch nie was gelernt haben, bis hin zum Hochschulabsolventen, alles zusammen. Und dann natürlich auch der Kontakt mit auf der Gästeseite. Wir beherbergen hier sämtliche Kulturen, gehen hier in und aus, und das finde ich unglaublich bereichernd. Sehr, sehr schön. Jetzt eine Frage, und zwar, weißt du heute, warum man sich damals für dich entschieden hat? Oft heißt es ja, okay, du musst da mal die anderen fragen, aber jetzt frage ich dich mal. Also, weißt du, warum man sich damals genau für dich entschieden hat? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und ich würde das, würde dir da jetzt nachplanen. Frag mal nach. Und sagen, genau, nachfragen. Genau, würde ich gerne dem Verwaltungsrat nachfragen. Ja, frag sie mal. Okay, sehr gut. Mit welchen Themen, mit welchen Herausforderungen warst du am Anfang in deinem Job konfrontiert, jetzt auch als General Manager? Eigentlich noch mit keinen extrem spannenden. Also das Hauptthema, das mich jetzt in den letzten Tagen, Wochen beschäftigt hat, war wirklich das Ankommen und Einleben. Man muss sich vorstellen, ich habe im Hermitage wirklich die luxuriöse Situation, dass mein Vorgänger Thomas Egli, welcher das 28 Jahre lang gemacht hat, mir wirklich einen super Betrieb übergeben hat, gut strukturiert, gut aufgestellt, ein tolles Team im Rücken. Er läuft auch umsatztechnisch sind wir auf super Weg. Also ich hatte wirklich jetzt die ersten 100, 110 Tage wirklich schön Zeit, um anzukommen, mich einzuleben, Zeit zu verbringen mit Partnern, mit Lieferanten, mit Kunden, Stammgästen, und vor allem auch mit dem bestehenden Team. Und habe so genügend Zeit jetzt auch, oder hatte genügend Zeit, jetzt mir Gedanken zu machen, in welche Richtung das die Reise gehen soll. Okay. Ich frage sonst immer auch ganz gern natürlich nach, welche Erfolge sich dann schon so eingestellt haben. Jetzt sagst du, du bist natürlich am Ankommen oder bist angekommen, bist da jetzt gut reingekommen. Aber gibt es vielleicht doch irgendwelche Erfolge, wo du sagst, doch, da bin ich doch recht stolz, das hat sich jetzt da schon eingestellt? Also ich glaube, der zurzeit größte Erfolg, den ich habe, ist sicher, dass ich vom Team gut aufgenommen wurde. Ich bin akzeptiert, ich bin angekommen, ich fühle mich wohl. Ich würde das sicher als Erfolg bezeichnen. Aber sonst muss ich dir recht geben. Heute ist mein 109. Tag im Hermitage. Und von dem her, ich bin fest davon überzeugt, dass man die ersten 100 Tage nichts ändern soll oder möglichst nichts ändern, möglichst sich zurückhalten soll, analysieren, viel aufsaugen, fragen. Und jetzt dann langsam so ein bisschen
die Wege in meine Richtung zu gleiten. Aber von dem her, um deine Frage nochmal zu beantworten, ist sicher der größte Erfolg, ist, dass ich hier angekommen bin und dass mich mein Team gut aufgenommen hat. Sehr, sehr gut. Das ist doch super. Ich weiß, ich stelle die Frage immer ganz gern für außen mal darzustellen, wie so ein Arbeitstag überhaupt aussieht. Und ganz oft heißt es ja, den typischen Arbeitstag, den gibt's gar nicht. Das weiß ich auch. Genau. Aber trotzdem, wie stelle ich mir so jetzt einen Arbeitstag von einem General Manager im Hotel Hermitage vor? Du hast das eigentlich meine Antwort bereits vorweggenommen. Der typische Tag, den gibt's wirklich nicht als Direktor. Also je nach Belegung vom Haus, je nach Wetter, je nach Veranstaltung, die ich habe, fängt er mal früher, mal später an, dauert mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Ich würde aber sagen, in der Regel beginnt mein Tag relativ früh. Ich bin ein Frühaufsteher, ich bin meistens so um 6.30 Uhr, 7 Uhr bin ich im Haus, erwache dann eigentlich mit dem Hotel und meinen Gästen, bin dann immer wieder switche zwischen Büro, Administration, diversen Meetings, Gästekontakt, Rundgänge und Betreuung der Mitarbeitenden. Und das zieht sich dann über den ganzen Tag und dann endet er irgendwann üblicherweise ziemlich spät an einer Veranstaltung, entweder in-house, wenn wir eine große Hochzeit haben oder ein sonstiges Event, Bankett, oder dann auch außer Haus an einer Veranstaltung. Ich bin auch sehr noch im Sales, Marketing unterwegs und in verschiedenen Netzwerken und Clubs aktiv und verbringe so sehr viele Abende noch auswärts an einer Veranstaltung. Jetzt, du stehst früh auf, bist früh dort, bist auch noch lange im Geschäft und bist sogar noch außerhalb an Veranstaltungen. Jetzt mal ganz doofe Frage, aber wie lässt sich das mit dem Privatleben vereinbaren? Hast du da einen Weg gefunden für dich? Weil oftmals ist es tatsächlich so, dass sie sagen, ja gut, jetzt als Koch weiß man das natürlich auch, das ist Privatleben ein bisschen schwierig. Aber jetzt auch als General Manager von einem Hotel, wie organisierst du das? Gut, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich natürlich mein Hobby oder meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Also von dem her, ich brauche da nicht noch verschiedene diverse Hobbys etc., die mich auslassen, sondern ich bin wirklich ich arbeite nicht, sondern ich würde auch nicht sagen, dass das meine Arbeitstage sind, sondern ich genieße halt einfach, was ich tue. Und so privat und ja geschäftlich gibt's nicht so. Also versuche ich immer wie möglich zu verbinden. Sehr schön. Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Speziell, das finde ich sehr, sehr gut, weil wenn man sagt, ich arbeite eigentlich gar nicht, das ist mein Hobby oder das ist meine Lieblingsbeschäftigung, dann stellt sich die Frage tatsächlich nicht. Das ist sehr schön, wunderbar. Jetzt, was würdest du sagen, was zeichnet dich jetzt auch als General Manager besonders aus? Ich glaube, eine meiner großen Stärken mittlerweile ist sicher mein abgerundetes Profil. Ich komme ursprünglich aus dem F&B-Bereich, gelernter Koch. Ich war als Koch dann noch unterwegs, ein bisschen im Ausland, war dann eben im Eventcenter Albus Gütli, also Events, Gastronomie, bin ich groß geworden, kann man sagen. Und bin dann aber dank meiner Zeit bei Mövenpick mit dem ganzen HR-Personalwesen konfrontiert. Und jetzt zuletzt im Meierhof habe ich ein sehr ruhmslastiges Haus geführt mit 108 Hotelzimmern und war dort zudem noch sehr im Sales und Marketing aktiv. Von dem her, ich decke eigentlich wirklich alle Bereiche ab, die es in einem Hotel braucht. Ich glaube, das ist sicher eine meiner ganz großen Stärken. Eine weitere sicher große Stärke ist sicher auch, dass ich eben im HR war. Ich finde, da habe ich ein sehr gutes Gespür entwickelt für die Mitarbeitenden. Und gerade in der heutigen Zeit mit Thema Fachkräftemangel etc. ist das sicher eine große, große Stärke und wird sich sicher zu einem großen Vorteil entwickeln, jetzt für die Hermitage auch. So Umgang mit Mitarbeitern, dass ich genau weiß, wie es braucht. Sehr gut, super. Jetzt, wie unterstützt dich jetzt auch dein Unternehmen, damit du dein Potenzial wirklich so zur Blüte bringen kannst? Ja, die Unterstützung kriege ich vor allem dahingehend, dass ich alle Freiheiten habe, das zu tun, was ich denke, dass es braucht, um den Betrieb langfristig erfolgreich auf Kurs zu halten.
ja, ich glaube, das ist die größte Unterstützung, dass ich meine Freiheiten habe, dass ich machen kann und tun kann. Ja. Sehr, sehr schön, super. Jetzt, wenn jemand das hört und sagt, Mensch, das wäre eigentlich genau mein Job. Das fände ich cool, wenn ich da so eine Position hätte. Was rätst du so einem Interessenten, wenn man so will, der sich zum Beispiel für deine Stelle interessiert? Was würdest du ihm mitgeben wollen? Also sicher eine Berufslehre absolvieren, das rate ich jedem. Und nachher eine Hotelfachschule zu machen. Und dann ist es ganz wichtig, finde ich, und das war sicher mein Schlüssel zum Erfolg, dass man am Anfang der Karriere, wenn so ein bisschen die Ausbildungen abgeschlossen sind oder man in der Ausbildung ist, dass man investieren soll. Investieren in Form von überdurchschnittlich viel arbeiten und vermutlich gerade in der Anfangszeit unterdurchschnittlich viel verdienen oder wenig verdienen in dem Fall. Das ist ein Investment, das man tätigen muss. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber man sieht es bei mir, ich bin jetzt 34, ist jetzt meine zweite Direktionsstelle. Und dieses Investment zahlt sich auf jeden Fall aus. Klasse. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen an die Person Pascal Rehner. Kannst du, hast du das eigentlich vorher schon ein bisschen gesagt, aber trotzdem, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ja, das tue ich jeden Tag. Gratulation. Danke. Das ist wirklich klasse. Ja, das ist wunderbar. So soll es eigentlich sein. Das ist wirklich super, grandios. Und jetzt noch eine philosophische Frage. Und zwar, warum glaubst du, bist du auf diesem Planeten gekommen? Oder was würdest du als deine Berufung, als deine Bestimmung vielleicht sogar beschreiben? Eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin auf diesem Planeten, weil ich in meinem kleinen Radius, in dem ich mich bewege, dazu beitragen soll, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Und was willst du jetzt in den nächsten Jahren noch bewegen? Was willst du noch erreichen? Ja, eigentlich bin ich mit dem Meierhof Direktion, eben in der Kochlehre habe ich immer gesagt, ich möchte Direktor werden. Das bin ich ja vor 4,5 Jahren geworden. Und jetzt führe ich eines der 25 besten Städtehotels in der Schweiz. Und ja, ist eine gute Frage, was ich noch bewegen möchte. Ich möchte sicher das Hermitage noch ein paar Plätze nach vorne bringen, so bewegen. Aber ich persönlich, meine Karriere, habe ich langfristig noch keine Pläne. Ich bin jetzt gerade angekommen im Hermitage. Wer weiß, wohin die Reise geht. Vielleicht bleibe ich auch noch sehr lange im Hermitage. Mal schauen. Ja. Okay. Jetzt gibt's dann, du bist natürlich noch nicht so alt mit 34, aber trotzdem, gibt's irgendetwas, wo du aus heutiger Sicht noch dem 20-jährigen Pascal gerne mit auf den Weg geben würdest? Dem 20-jährigen Pascal würde ich sagen, dass er doch noch ein bisschen mehr arbeiten soll am Anfang, also noch ein bisschen mehr investieren soll und noch die ein oder andere Weiterbildung mehr machen soll. Okay. Dann wäre ich jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter. Okay, gut. Ich frage auch immer gerne nach Tools oder nach Unterstützungsmöglichkeiten, jetzt zum Beispiel Programme oder Internetressourcen. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, auch das nutze ich heute aktiv und das bringt mir sehr viel? Also für die Organisation und die Struktur nutze ich OneNote von Microsoft. Und das ist wirklich ein Tool, mit dem auf das schwöre ich. Also E-Mails und Notizen und alles an einem Ort, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Computer, zu Hause, privat, alles schön geordnet. Das natürlich auch Outlook gehört natürlich dazu. Und ein ganz besonderes Tool, das ich speziell in der Hotellerie sehr schätzen gelernt habe, ist HotelKit. Das ist ein österreichisches Unternehmen. Der Gründer ist selber Hotelier und so und hat genau das Verständnis, was es für digitale Tools in der Hotellerie braucht, gerade im Hinblick auf interne Kommunikation, Struktur, Organisation. Und das ist ein Tool, das ich nicht mehr von meinem Computer löschen würde. Also ich habe jetzt da überhaupt keine Ahnung, was das genau ist. Was macht dieses HotelKit? Oder was kannst du damit machen? Ja, der Werbeslogan von HotelKit ist eigentlich ein Social Media / Internet für die Hotellerie. Es ist so ein bisschen, jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Profil mit Foto, man kann miteinander kommunizieren, chatten, hat aber gleichzeitig auch ein Aufgabentool, wo man sich Aufgaben terminieren kann. Jeder hat Einblick auf
auf deren Kalender. Gerade in der Hotellerie ist es ja ein Thema Nummer eins. Ein Koch, der hat keine E-Mail-Adresse, hat keinen Kalender etc. So hat er einen. Das Ideenmanagement, Reparaturtools hat es drauf, wo man die Reparaturen erfassen kann. Also es macht einfach gerade die ganze Kommunikation intern für in der Hotellerie, für das einzelne Hotel, macht es viel, viel einfacher. Klingt spannend, weil ich denke, das wäre vielleicht auch für das eine oder andere Unternehmen noch spannend oder noch gut einzusetzen. Oder? Ja, definitiv. Sehr gut. Super. Gibt es auch vielleicht ein Buch oder ein Hörbuch, wo dich begeistert hat und wo du sagst, das müsste man jetzt unbedingt mal gelesen haben? Ja, ich finde, ein absolutes Must zum Lesen ist sicher, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Gerade zum Hinblick, auch wenn das Buch schon, ich weiß gar nicht, wann es geschrieben wurde, also schon sehr, sehr altes Buch ist. Und wenn man es liest, dann merkt man auch, das kommt aus einer ganz anderen Zeit. Dennoch sind die Grundsätze, die Dale Carnegie damals festgestellt hat, gerade im Umgang mit Menschen, Kommunikation, Netzwerken, sich Freundeskreis aufbauen, aber auch beruflich, Connections, Verbindungen zu knüpfen, ist es immer noch das Maß aller Dinge. Sehr schön, super. Herzlichen Dank dafür. Gibt es noch ein weiteres oder ist es das Buch? Ja, ich würde sagen, das ist das. Okay, bleib mal bei dem, das ist sehr, sehr gut, genau. Super. Pascal, herzlichen Dank, hat mir wirklich Spaß gemacht, jetzt mal in diese Hotelwelt mal ein bisschen reinzuschnuppern sozusagen über deine Aussagen. Jetzt, wenn jemand sagt, Mensch, das ist ja wirklich ein sympathischer Typ, der Pascal Riener, ich will mal Kontakt zu ihm selber aufbauen. Ich weiß, dass du in Facebook, glaube ich, recht aktiv bist und auch sonst im Social Media ziemlich präsent bist. Oder jemand will vielleicht einmal bei dir oder bei euch vorbeikommen. Wie baut man am besten Kontakt zu dir, respektive zu euch Kontakt? Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Ich bin sehr aktiv auf Social Media, sei es Facebook, Instagram oder auch die Business-Portale wie Xing oder LinkedIn. Mich suchen, man findet mich relativ einfach und mir eine Message schicken. Und dann bin ich dann relativ schnell im Antwort. Und ich freue mich über Kontaktaufnahme. Ich nehme auch jede Kontaktanfrage nehme ich an und freue mich so, mein Netzwerk erweitern zu können. Und das Hermitage ist natürlich selbstverständlich für alle offen. Und ich nehme mir auch gerne Zeit, wenn Fragen im Raum stehen. Fantastisch. Herzlichen Dank, Pascal. Und weiterhin viel, viel Spaß und vor allem auch viel Erfolg danach. Ich danke dir, Christoph. Dankeschön. Danke für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.